Wir sind im zweiten Kapitel. Oh, was gibt's jetzt wohl Neues? Ein Kapitel gibt neue Sachen. Zum Beispiel da hinten. Oh nein, das heißt, da wo ich noch nicht jetzt war, sind mehr Gegner. Es wird also nur schwerer, die auseinanderzubringen. Ach, fuck you all. Ach, er macht keinen Jump, hier keinen Hechtsprung, wenn er eine Waffe hat. Ich habe das gesehen links. Ich habe jetzt keinen Bock, das aufzusammeln. Kann ich immer noch, wenn es dann wichtig ist. Oh, jetzt hat er es doch gemacht. Ich würde mir voll dieses Schwert beim Abrollen irgendwo reinrammen. Weil ich total bescheuert bin. So. Immer schön hier am Weg bleiben. Sprach das Mädchen. Und. Nee, scheinbar werden nur Gegner dazu getan. Wenn ich es jetzt richtig. Oh mein Gott, wir könnten diese Höhle, die nichts bringt. Wer war das überhaupt hier? Oh, da sind aber schon. Da sind Wölfe. Oder ein Wolf. Ja, komm her. Ich habe so ein Riesenschwert. Das ist mein Buster Sword. Ach, hier gibt ja überhaupt keine Erfahrung. Das brauche ich ja mal gar nicht. So, nee, weil ich habe mir gedacht, wir können ja mal probieren. Wir haben es ja schon mal besiegt. Wir müssen nur aufpassen, dass da sonst keine Gegner sind. Hä? Neue Bienen. So viele neue Bienen. Und da ist das Vieh. Seht ihr das? Wir müssen nur aufpassen, dass. Kämpft er gerade gegen das? Gegen. Ah, ne, gegen die. Ja, dann komm her. Die anderen sollen nicht kommen. Wow, 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 wow. Das hat mich aber hier fast getroffen. Also fast getötet. Weil es mich getroffen hat. So. Aber wir haben ja hier Tränke. Ist kein Problem. Da hinten kämpfen irgendwelche anderen. Irgend so ein Viech. Oh mein Gott. Musik, hör auf, es so spannend zu machen, wenn es gar nicht spannend ist. Das aus. Ich finde es doof, dass man nicht ausnehmen kann, während man eine Waffe trägt. Habt ihr hier umgebracht? Oh, ihr habt einen Scavenger umgebracht. Zwei sogar. Oh Mann, meine Erfahrung. What the fuck is going on? Der war schon getroffen von den Viechern. Wenigstens habt ihr euch gewehrt, Scavenger. Oh, meine Erfahrung. Ja, das war mir. Apropos. Oh, wie ich alle umbringen kann. Oh, Entschuldigung. Das sind bei Risen ja auch das Langweilige für euch. Für mich aber nicht. Ich finde das toll, wenn man dann so aufräumen kann. Aufräumen ist toll. Zum Beispiel. Komm der. Komm der. Ich weiß, da hinten war, glaube ich, nichts. Aber das ist egal. Ja, nun kommt. Zwei Stück, okay. Mir egal. Nun kommt. Volle Kanne, einfach nur drauf losgelaufen. Ja, kommt, gebt mir eure Sachen. Oh yeah. Oh, finde ich cool. Ja, oh, ich hört euch alle. Irgendwie voll gemein. Irgendwie bin ich voll das Arschloch. Ich meine, das ist deren Haus. Aber sie hätten mich ja nicht gleich angreifen müssen. Ich habe mich ja nur gewehrt. Nicht wahr? War hier überhaupt irgendwas drin? Nee, ich bin noch mal hingelaufen, da war nichts, oder? Aber schön viel Erfahrung. Das waren, glaube ich, 600 Erfahrungen oder so. Und Kraut oder irgendwas. Egal. Für Veganer. Oh, oh, oh. Hier waren ja noch mehr. Schon gut, schon gut, schon gut.
Nee, 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 das war eine andere Höhle. Mist, ich hätte mich besser anstrengen sollen. Dann gucken wir doch mal, was in dieser Höhle ist. Na, wegspringen. Ach ja, wenigstens haben die ein bisschen Kleinvieh. Hier so, ne? Ein bisschen Sachen. Nicht so wie die. Noch ein Trank, sehr schön, den kann ich gleich benutzen. Nicht so wie die Zombies. Aber bei den Zombies bin ich gar nicht sauer, dass die nichts hatten. Ich bin irgendwie froh, dass ich die befreien konnte. Weiß ich nicht, da fühle ich mich total gut. Ich glaube, ich sollte Pastor werden. Kommt einer von euch? Hallo? Hä, was ist los? Seid ihr irgendwie gerade am Kiffen oder so? Die haben überhaupt nicht. Oh, die haben gerade im Streit gehabt. Wer denn hier mal sauer machen soll, diese ganzen von oben runtergehenden Sachen. Haben sie gesagt, das ist so eklig. Ferdinand, mach das mal weg. Wieso ich denn? Ich hab das doch nicht in mein Zimmer. Aber du kannst doch auch mal was tun. Ach ja, du Arschloch. Oh. Oh mein Gott. Das war mein Zimmer. I'm bluting. I'm bluting down the street. Mann, ich bin aber auch schlecht im Abpassen. Gebe ich ja mal ganz ehrlich zu. Ich will auch so einen Trank haben. Manu. Wenn man irgendwie im hinfällt oder Rückenschmerzen hat. Alles wird wieder gut. Oh mein fucking Gott. Gott, ich muss mich irgendwo zurückziehen, wo sie mich nicht umrunden können. Das ist ja heftig. Okay. Okay, drei Stück auf Mal schaffe ich eventuell noch. Goblins, meine Fresse. Meine Fresse. Wo habt ihr eigentlich die ganzen Sachen? Geht ihr in die Stadt und klaut die? Oder? Auf jeden Fall in diesem Raum sind irgendwie, ist irgendwas. Ah, Gremlins! Ich greife immer den Falschen an. Mann, dreh nicht um, Bitch. Mein Held, wollte ich schon sagen. Mein Gott, Held, wollte ich sagen. Mein Held. So.
So viel Zeug, ey. Aber die Münzen sind sehr schön. Oh, der hat ja mal richtig was. Ah, stimmt, hier doch war noch was. Bier, Bier, Trank, Streitkolben. Ist alles scheiße. Ein Pfeil, der einfach rumliegt. Herzbrocken, geil. Bis jetzt alles scheiße. Und Spruchrolle. Die könnte ich ja mal machen. Nee, ich habe, glaube ich, noch immer noch nicht genug dafür. Aber jetzt, oh, ich habe genug Essen. Oh mein Gott. Hatten die das alles dabei? Ich hatte doch irgendwie nur noch 140 letzte Mal. Nom, nom, nom. Ich packe natürlich die Knochen wieder zurück, weil ich bin ja kein Umweltverschmutzer. Sehr lobenswert. Ein Beispiel für unsere Jugend. So. Die ja auch umbringt. So, Feuerpfeil. Brauch 5, ja, aber haut nur ein. Ich will mal mehrere. Feuerregen ist bestimmt viel cooler. Dafür brauche ich 5 Mana mindestens noch. Oh, hätte ich doch diesen Trank gehabt. Oh, ich gehe gleich ein Level höher. Ich gehe gleich ein Level höher. La la la, höher. Höher. Oh. Nicht alle, bitte. Okay, dann doch alle. Komm. Tada! Das war unser Zaubertrick. Kommen Sie auch nächstes Mal wieder, wenn. Oh, Mist, die sind tot. Und ein Goblin ist hinter der Mauer. Tada! Doppelzaubertrick. Na, was habt ihr denn hier noch? Das war's? Also so viele Gegner, so heftig und dann nur eine Sprücherolle. Oh, okay. Und eine Truhe. Ich habe die Truhen überhaupt nicht gesehen. Viel Geld, sehr schön. Aber jetzt komm, gib mir irgendwas Besonderes, irgendwas Cooles, irgendwas Geniales. Ein Almanach. Diese uralte Zauberbuch enthält eine Reihe magischer Formeln, die sich alle auf die Verwendung sogenannter Fokussteine beziehen. Oh. Geil, bestimmt bringt mir das Jack-Shit, aber okay, trotzdem. Kapitel 23. Die gebündelte Macht. Dem Inneren des Steins ruhende und ständig wachsende Kraft wird durch die Worte des Magiers freigesetzt. Beständig oder auf einen Schlag, das liegt alleine in seinem Ermessen. Zugleich wird der Fokus jedoch frei von der Macht. Er ist nunmehr eine leere Hülle. Die Worte der Macht, um die in einem Fokus aufbewahrte Energie freizulassen und vielen Künstlern der Arkankraft zugänglich. Auch eines neuen Artefakts mit Energie zu füllen, ist mehr magische Gepflogenheit geworden, denn ein Geheimnis der Wissenden. Doch einen gebrauchten Fokusstein da erneut aufzuladen, verstehen nur Auserwählte. Ich zum Beispiel. Diese Formel aus uralten Tagen dient als Zeichen der hohen Gabe. Sodann, Wissender, öffne deinen Geist für die Worte alter Macht. Also machen wir die Fokussteine wieder aktiv oder was, damit wir hier rauskommen. Da hätten sie ja auch vor 10 Jahren schon raus dran denken können. Voll Deppen. Voll doofe Deppen. Voll doof. So. So. Alles geradet hier. Haha, ich bin der Super. Ich habe hier die russische Mafia geradet. Nein, eher irgendwas Asiatisches. Sind ja so klein. Haha, rassistische Witze. Haha, ich liebe Asiaten. Haha. Agents are cool. Oh, ich muss ja den Fokus holen, stimmt ja. Also hätte ich hier sowieso noch hingemusst. Eigentlich ist es dumm, jetzt schon hinzugehen, weil was ist, wenn Gegner nochmal hinkommen? Ich will nicht alles nochmal absuchen, wie ich jetzt gerade mache. Also gehen wir einfach durch den Wald. Und gehen zu diesem Fokusstein. Und eigentlich sollte ich mal. Ach, ich gehe ja sowieso nochmal zurück zum alten Lager. Also so ist das nicht. Und dann hole ich mir die restliche Stärke. Und 5 Mana. Dann kann ich nämlich endlich auch mal feuern. Also Feuerregen zaubern. Wenn die Gegner zu heftig werden. Wie zum Beispiel diese zwei hier. Oh mein Gott, habe ich eine Angst. Wee, 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 wee. Ich mache wee, wee, denn du bist ein Pipi.
Wie, gib mir eure Sachen. Gut auch, dass sie während das Kapitel einfach so anfängt, alle da sind. Oh. Da sind die Gegner mal runtergefallen. Da sind die Gegner noch mal runtergefallen, obwohl sie fliegen können. Ich werde euch von eurem Dingens erlösen. Vielleicht wollte sie aber auch darunter. Wer weiß. So. Hoffentlich stürzt das Spiel nicht ab. 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 Ah. Boah, bist du schlecht. Wenn du es nicht schaffst, mich anzugreifen. Ob die da wohl zusammengelebt haben, ob das wohl ein Ehepaar war, also Ehepaar in dem Sinn, als ob die wohl ein Paar waren, sagen wir mal so, kein Ehepaar. Hört sich immer so blöd an, weil ich bin ja gegen Ehe. Und vielleicht waren die aber ein Paar. Also das Viech, das ich vorher umgebracht habe, vielleicht war das jetzt die schwangere Frau, Weibchen. Und ich habe dann halt jetzt beide umgebracht. So wie im richtigen Leben. Oh, hallo, hallo. Man kann auch relativ schnell einfach ins zweite gehen und dann hat man hier noch mehr zum Umbringen. Man hätte es nicht so schwer machen sollen, wie ich es mir gemacht habe. Naja, was soll's. War hier nicht noch irgendwo eine Fliege? Ich glaube ja. Wie übermütig ich werde. Das wurde Gate zum Verhängnis. Dün. Nicht dün, sondern eher so tragödemäßig. War hier nicht noch ein Gegner? Hier war doch noch eine Biene. Fliege. Whatever. So ein fliegendes Ding halt. So, hier im Wasser. Was mit dem schwarzen Wolf? Ich will wissen, ob das irgendwas gebracht hat. Finde ich voll doof. Ach, vielleicht hätte ich zu Wolf gehen sollen und ihm das sagen sollen. Und er sagt dann: Du hast schwarze Wolfsfell. You are the Macker. Take me. Take me head. Er ist nämlich Schotte. Versteht ihr? Und deshalb sollte ich seinen Hut nehmen. Und dann habe ich seinen Hut und der ist so viel besser. Ich wollte mich jetzt irgendwie retten aus der ganzen Sache. So, lololo. Hier muss ich hin. Wo ist der Typ? Wo ist dein Fokus? Fokus. Heute in Fokus. Lala, du bist alleine. Ja, das wird super scheiße. Na, genauso wie das hier scheiße wird. Weil, das war richtig schlecht. Jetzt wirklich da, wo ich noch nicht war, so viele Gegner rumhängen werden. Und schon wieder knackst es links. Was ist denn das? Ach ja, hätte ich da mal vorher drauf. Ganz ehrlich. Einfach nach hinten ausweichen. Dann kommen sie nämlich euch entgegen. Bloß diese Feuerspeine natürlich nicht. Ach Mann, war so einfach eigentlich die Lösung. Wäre doch mal vorher drauf gekommen. Kann mich jemand heilen, bitte? Bitte. Bibi Blocksberg, du kleine Hexe. Das ist eigentlich eine Beleidigung. Aber nicht bei dir, denn du. Kannst mich heilen? Komm zu uns, Bibi Blocksberg. Es hört sich alles ein bisschen pervers an, Bibi Blocksberg. Wir sind bereit, Bibi Blocksberg. Vielleicht ist jetzt hier ein Typ. Nein. Und die Welt ist auch verschwunden. Da ist er, da betet er. Gut, dann wollen wir nochmal gucken. Komm her, was ist los? Was betest du?
Was betest du? Hallo Nyras. Verschwinde! Hier gibt es nichts für dich zu holen. Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Da kommst du leider zu spät. Ich habe ihn bereits gefunden. Ich auch. Und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich zu seinem alleinigen Werkzeug. Mhm. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine. Genau das ist es. Stirb! Nämlich. Was? Okay, er sagt stirb. Okay, warum sagst du stirb und läufst dann weg? Okay, jetzt muss ich schnell genug sein. Oh, bitte. Das nervt so sehr. Wieso sind die alle schneller als ich? Wieso können die schneller laufen als ich? Wenn ich hier in Todesgefahr bin, laufe ich auch nicht schneller. Warum sagt er stirb, wenn er mich nicht angreift? Hey du. Ich bin ein bisschen genervt gerade. Und ich werde erst nun wir nur stirb. Ja, komm. Oh nein, jetzt häng ich fest. So, okay. Wir haben einen Fokus und ein bisschen andere Scheiße und Stahlzunge. Ich töte dich nicht. Komm hoch. Ach, ich habe schon zwei Foki. Foki, Foki. Ich habe einen Fokus zur Klosterine und eine Meeresklippe. Wo hast du ihn gefunden? Wo hast du ihn gefunden? Waren da noch andere Sachen? Nein, 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 warte! Nein! Na, was soll's. Ich muss sowieso hier irgendwo. Ich kann die ganze Sache ein bisschen abkürzen, indem ich mich runter schlittern lasse. Ich hoffe, ich kann's. Ich speichere natürlich vorher ab. Aber das würde alles ein bisschen vereinfachen. Na, wo kann ich schlittern? Das sieht doch nach Schlittern aus. Whee, schlittern. Nein, nein, nein. Das war nicht Schlittern. Wirklich, ich muss jetzt einmal rumlaufen. Kann ich nicht ins Wasser springen oder so? Oh, Leute, ich habe keinen Bock. Hier muss ich doch irgendwo schlittern können. Ui. Ja, ja, bin wieder getroffen worden, natürlich. Nein, nein, guck mal, du schlitterst doch. Tu doch nicht so. Das war überhaupt nicht gefallen. Was ist das denn? Du kannst auf jeden Fall kein Stuntman werden. Ah, ich bin hingefallen. Du hast dich hingesetzt auf dem Stuhl. Ah, mein Arsch tut mir weh. Und mein Finger. Ich habe mich auf den Finger gesetzt. Okay. Ich will jetzt die Versicherung bezahlt. So, hier, das sieht sehr nach Schlittern aus. Schliddi, Schliddi, Schliddi. Schliddi, Schliddi, Schliddi. Ach ja, ich hatte mal wieder recht. Oh, oder auch nicht. Ach Mann, okay. Ach, wir lassen's. Ist ja in Ordnung. Wir gehen rum. Muss ich jetzt eigentlich den Fokus zurückbringen oder muss ich. Waffe an. Er griff mich an, wirklich. Das kann nicht wahr sein. Kann ich nicht schweben oder so? Wow, gut, dass man im Sprung hier sich so bewegen kann, ne? Dass sich so noch abrollen und drehen. Ach Mann, ich will schlafen. Also jetzt in dem Spiel meine ich.